Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Serie Die Bausteineinrichtung für das BGJ Bau, Lernfeld 1. Heute Teil 3, Verkehrsflächen. Zentrale Elemente für den Bausteineinrichtungsplan. Die Teile 1 und 2 hatten wir schon, heute eben Verkehrsflächen. Und dann wollen wir doch gleich mal loslegen. Und zwar zu den Verkehrsflächen gehören einfach alle Baustraßen, Bauwege, die auf dem Baugelände irgendwo ja, sich befinden. Und die müssen einfach immer sicher sein. Kein Klettern, kein Hüpfen, kein Springen. Und dann muss man halt dann, wenn es über die Spundwände drüber geht, eben entsprechend auch mal eine Treppe bauen. Hier ein kleines Beispiel. Auch klare Sicherungen, keine Kanten, hier sieht sie, hier wurde extra ein Keil aufbetoniert, hier wurde sogar eine Einbahnstraßenregelung gewählt. Da war dann vom provisorischen Gehweg über Schotter haben sie das auch zu betoniert, um eben eine saubere, ebene Arbeitsfläche zu haben oder Gehwegfläche zu haben, also sehr vorbildlich. Dann gibt es natürlich auch Bauwege nach oben. Das fand ich einfach ein wunderschönes Foto. Das musste ich einfach dazu packen. Rechts seht ihr den am Gerüst das Treppenhaus. Da kann man natürlich auch hochlaufen. Oder man nutzt einfach hier den Lift auf der Außenseite. Dann beginnt natürlich die Verkehrsflächen vorne schon. Und zwar im Sinne von den öffentlichen Straßen. Da muss man natürlich die Baustelle einbinden. Man muss eine Baustelleneinfahrt ankündigen. Man muss über Warnbacken und Lichtsignale Veränderungen der üblichen Wege ankündigen. Und eben vor oder um die Baustelle herum Fuß- und Radwege oder auch gegebenenfalls Straßen eben umleiten. Genau. Dann innerhalb der Baustelle empfiehlt es sich eine klare Trennung von Geh- und Fahrzeugwegen. Lässt sich nicht immer vermeiden, aber es muss einfach ganz klar das Ziel sein. Und der andere Punkt ist, um einfach auch den Fluss auf der Baustelle, den Verkehrsfluss zu optimieren, ist einfach so, dass man eine Einfahrt und eine Ausfahrt hat. Genau. Das fördert einfach den Transportfluss von Baustoffen. In dem Fall wurde hier der Aushub abtransportiert. Da geht es einfach deutlich schneller. Mit getrennten eben Ein- und Ausfahrten. Gut, fassen wir zusammen. Verkehrsflächen bestehen aus Baustellenzufahrten, Baustraßen, Bauwegen und Stellflächen. Sehr wichtig, vorzugsweise getrennte Ein- und Ausfahrten, Bauwege und Baustraßen klar trennen. Und Halteflächen im öffentlichen Raum sollten ausgewiesen werden oder halt entsprechend ausweisen. Das muss ich gestehen, das ist hier in München immer eine Katastrophe. Großbaustellen und dann, wenn in der Früh die Fahrmischer ankommen, da stehen dann mal kurz 10 solche Riesendinger mitten auf der Straße. Ein Trauerspiel, muss man leider sagen. Auch dieses Video wird wieder Bestandteil unserer oder meiner großen H5P. Viel Spaß damit. Auch sonst schaut euch das Video bei den üblichen Medien an.